Hallo YouTube. Ich habe ja in letzter Zeit immer mal wieder so Videos gemacht, wo ich Sachen selber mache, also zum Beispiel die PlayStation anmalen oder in meinem PC ein bisschen die Watertubes anders machen und also Zeug. Und dann hat mir aber immer irgendwas gefehlt, um am Ende halt eben so diesen finalen Shot zu machen von dem, was ich geschafft habe. Und dann ist mir eben die Idee gekommen, ich könnte mir so einen Drehtisch bauen. Also jeder andere DIY-YouTuber benutzt sowas, um am Ende eben seine krassen Projekte vorzustellen. Dachte ich mir, geil, mach ich selber. Ja, mein Ansatz war es eben, Teile zu benutzen, die ich schon habe, und den Rest halt einfach 3D zu drucken. Und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere schon recherchiert hat, aber ich habe auch noch einen zweiten Kanal, wo ich Airsoft spiele, allerdings aktuell nicht so wirklich wegen Pandemie und so, aber normalerweise spiele ich Airsoft. Und dann hat man eben zum Beispiel hier so eine 416 und da sitzt hier im Griff eben so ein Motor. Na? Und den wollte ich eben benutzen, diesen Motor, um quasi so einen Drehteller anzutreiben. Das Problem dabei ist, die drehen brutal schnell, also ich glaube 30.000 Umdrehungen die Minute. Und das wäre halt doch ein bisschen schnell für so einen Drehteller. Deswegen habe ich erstmal versucht, so ein Getriebe zu bauen, um halt die Drehzahl von dem hier niedrig zu bekommen, logischerweise. Genau, und das ist quasi Part 1 von dem Video, der jetzt folgt. Next 3 decades, the level of the toxic water rose. No, it was a huge mistake to shut down the pumps, and it was something that was eminently foreseeable. You know, where's the water going to go if you... Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber irgendwann, ja, also die Schicht hat halt einfach nicht gehalten, ne? Die Zähne sehen tatsächlich ziemlich, ziemlich gut aus. Ja, ich werde versuchen, irgendwie drauf zu kleben und dann mal gucken, ob es funktioniert, aber keine Ahnung, was da passiert ist, also... Ja, wie man offensichtlich sieht, ist da ein bisschen großer Spalt. Moment, hier.
Genau, und dadurch kann sich eben hier das Zahnrad einfach hochdrücken und hat dann keinen Kontakt mehr. Aber wie jeder gute Airsoft-Bastler habe ich hier so ein Packung Shims und damit sollte es gehen. Geil. Also an sich kann man schon mal sagen, es passt hier perfekt rein. Ne? Passt perfekt. Ja, ich habe das jetzt geklebt. Ich glaube nicht, dass das allzu stabil ist. Das Problem scheint gewesen zu sein, dass das Teil hier ein bisschen gewarpt hat. Also ich versuche es mal zu zeigen. Hier sieht man vielleicht so eine leichte Kohle. Hier sieht man auch, dass ein bisschen abfällt. Also es hat sich einfach vom... hier sieht man es, glaube ich, ganz stark. Es hat sich einfach vom Druckbett abgehoben und irgendwie war genau bei dieser Schicht halt die Verbindung zwischen den Schichten einfach schlecht. Also sieht man auch hier in der Mitte tatsächlich, da ist auch ein bisschen abgebrochen. Aber mal gucken, ob es trotzdem ein paar Umdrehungen macht. Ah, das Licht hier muss erst aus. So, gucken wir nochmal. So, mal gucken, ob so eine normale USB-Ladebuchse fürs Handy genug Saft hat. Offensichtlich nicht. So, jetzt muss ich zwar auf mein Kameralicht verzichten, weil wie durch Zauberhand auf einmal keine einzige USB-Buchse im ganzen Haus mehr diesen Motor mit genug Strom versorgen wollte, war ich ein bisschen gezwungen, wieder auf Airsoft-Equipment zurückzugreifen. Und dann habe ich mir eben einen 11.1 Volt Lipo mit 2000 mAh genommen. Und wer sich ein bisschen mit Akkus auskennt oder Modellbau, der weiß, die Dinger sind, die haben gut Leistung. Vor allem verglichen mit so einer USB-Buchse. Aber seht selbst. An dem Punkt sind mir ein paar Aufnahmen verloren gegangen. Aber was ich jetzt im Endeffekt gemacht habe, ist eben nochmal ein größeres Zahnrad hinzufügen, weil ich einfach die Übersetzung nochmal erhöhen wollte, um ja in der Hoffnung, dass sich dann das große Rad mit einer vernünftigen Geschwindigkeit dreht, so vielleicht 60 Umdrehungen die Minute oder sowas. Aber was daraus geworden ist, seht ihr gleich selbst. Ja, also offensichtlich hat es genauso geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Das äußere Rad dreht sich jetzt sehr viel langsamer. Aber irgendwie ist da sehr viel Reibung dazwischen gewesen. Und zwar hat eben wieder beim Drucken sich das Zahnrad ein bisschen abgehoben und dadurch ein bisschen, ja, sich verformt. Aber das Ganze neu gemacht und dann hat es auch geklappt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Das Einzige, was halt noch ein bisschen gestört hat, war, dass diese beiden Wellen ein bisschen zu hoch waren. Deswegen habe ich eben noch irgendwas, was ich nicht mehr gebraucht habe, da drauf geklebt, damit ich nicht nochmal ein komplett neues Gestell drucken muss. Nachdem das jetzt endlich erledigt war, konnte ich mein letztes Design behutsam archivieren und endlich zum finalen Test übergehen. Ja, dadurch, dass jetzt eben immer noch eigentlich weder die Drehzahl noch vor allem die Lautstärke in irgendeinem vertretbaren Bereich wären, von da, wo ich es für brauche, eben das ganze Teil, hatte ich jetzt im Endeffekt drei Optionen offen. Also ich hätte jetzt hier noch ein drittes Zahnrad dazu machen können eventuell, damit eben die Übersetzung noch größer ist und die Platte oben sich noch langsamer dreht. Dann hätte ich aber eben immer noch das Problem von der Lautstärke. Die zweite Option wäre gewesen, eben einen von diesen Akkus zu holen. Also es sind NEMH-Akkus und die haben so 7,2 Volt haben die genau. Und der Akku, den ich benutzt habe, der hat eben so circa 12 Volt und auch ein bisschen mehr Ampere zur Verfügung. Genau, das wäre noch eine Option gewesen. Allerdings kosten die auch ein bisschen was, wie man sieht. Und die dritte Option war es eben einfach einen langsameren Motor zu kaufen im Endeffekt. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe so einen hier geholt. Den gibt es auch mit allerlei verschiedenen Drehzahlen. Ich habe einfach den mit der Drehzahl 20 Umdrehungen pro Minute genommen.
Weil im Endeffekt kann man das ja dann immer noch selber ein bisschen anpassen, je nachdem, wie groß man dann das Zahnrad druckt, was da eben oben drauf kommt und mit dem Tellerzahnrad verbunden ist. Genau, aber wenn ihr sehen wollt, wie schnell es sich bei mir dreht, dann bleibt dran bis zum Ende. Ja, ich habe mich natürlich jetzt erstmal gefragt, warum geht's nicht? Und dann habe ich kurz nachgedacht und dann ist mir gekommen, dass wahrscheinlich sich das Plastik um diesen Kontakt verformt hat beim Löten, weil es zu warm geworden ist. Dann habe ich den Motor aufgerobbt und so war es im Endeffekt auch. Also da geht so ein kleiner Fühler in die Mitte vom Motor und der hatte eben schlicht keinen Kontakt mehr, weil er halt verbogen war. Also habe ich einen neuen Motor bestellt, eine kleine neue Konstruktion gedruckt und es eben neu versucht. Das Modell war jetzt wirklich schon fast perfekt. Also ein Teller hat sich oben drauf gedreht, die Drehzahl hat gestimmt, die Lautstärke hat gestimmt. Es war halt wirklich das einzige Problem eigentlich noch, dass sich das Zahnrad ein bisschen hochgedrückt hat, eben das große, wie man hier sieht. Genau, und deswegen bin ich dann mit dem hier und dem jetzt auch letzten Design abgekommen. Genau, ich habe einmal hier einen stabileren Fuß gedruckt mit eben hier hohen, relativ hohen Streben in der Mitte, damit er eben sehr stabil ist gegen so Flex, ne? Relativ stabil und sich nicht hochdrückt, weil das war eben das eine Problem dabei. Und das andere war, ich habe jetzt hier nochmal, hier unten unter den Zahnrädern, so eine kleine Kante gemacht, damit sich das eben überhaupt nicht mehr hochdrücken kann. Und den ganzen Schaft hier habe ich auch verlängert. Genau. Und das war im Grunde genommen auch alles. Das war es dann auch schon eigentlich mit dem Video. Für ein bisschen besseren Grip habe ich hier so einen Streifen Panzertape drüber gemacht, einfach. Und dann hat sich der Teller auch wunderbar gedreht. Genau, also wie gesagt, den Motor hier gibt es in verschiedenen Drehzahlen noch. Kostet, wie viel hat der gekostet? 5 oder 10 €. Genau, also kann man nichts verkehrt machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann sehe ich, dass ihr den Content mögt. Und genau, ich habe neben dessen habe ich auch noch einen Patreon-Account mir gemacht. Da habe ich so eine kleine Mindestmitgliedschaft gemacht. Wenn irgendeiner Bock hat, so ein Projekt hier mit zu unterstützen, weil ich ja jetzt doch ordentlich Material reingesteckt habe und zwei Motoren und ach. Genau, dann könnt ihr mich da auf jeden Fall auch unterstützen. Aber ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.